Hallo, hallöle Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Mein Name ist Hampelmann LP und wir spielen Daxang. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ist ja auch relativ egal. Ja, das Ganze ist ein Rollenspiel und ein Adventure zugleich. Auf jeden Fall verdammt geil, auch relativ groß das Ganze. Ich habe es ja angetestet und die Charaktererstellung hat mir schon echt gut gefallen. Man konnte so viel auswählen. Aber wir machen dieses Mal ein neues Spiel. Und ich bin Sei ruhig. Mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind es, in denen ich mich an dich wende. Viel ist in den letzten Jahren geschehen. Ich habe mich in Dinge verstrickt, die kaum mehr zu entwirren sind. Um dies zu bewerkstelligen, brauche ich dringend jemanden von außerhalb. Ein unbekanntes Gesicht. Mein Haus befindet sich am Praiosplatz in Ferdok, gegenüber dem Tempel. Ich weiß, ich kann auf deine Hilfe zählen. Möge Aves dich auf deinem Weg geleiten. Dein alter Freund Ardo. Sollte ich nicht anwesend sein, wird mein Hausverwalter dir sagen können, wo du mich finden kannst. Ja, Leute, und Aldors Freund, der sind wir. Und hier sehen wir schon die Charakterstellung jeder Rasse. Okay, fast jede Rasse hat drei Charaktere oder ein paar mehr. So denke ich das zumindest. Und ja, hier haben wir die ganzen Talente, die Geschicklichkeit, die Eigenschaften und Vor- und Nachteile, wie wir hier sehen können. Und hier die Hintergrundgeschichte. Er ist das Sinnbild des Helden, im einfachen Volk hochgeschätzt und einem umfangreichen Ehrenkodex verpflichtet. Seine Ausbildung absolvierte er an der Akademie, die ihm nicht nur den Umgang mit schwersten Waffen und Rüstungen, sondern auch den Tanz auf höfischen Parketten lehrt. Also so viel zu ihm hier, Expertenmodus. Oh mein Gott. Der Charakterbogen zeigt dir alle spielrelevanten Werte eines Helden. Im linken Bereich des Bogens findest du die Grundwerte. Ja, okay, Leute, ich denke jetzt nicht, dass das hier so wichtig sein wird, mir hier alles durchzulesen, weil ich habe hier schon einige Rollenspielerfahrungen im Laufe der Zeit gesammelt, im Laufe meiner Gamerzeit gesammelt und ich denke nicht, dass das jetzt hier so von großem Interesse für uns alle ist, dass ich mir das hier durchlese und euch das hier vorlese, weil dann wird sich ja wohl alles ziemlich lange hinziehen und ich meine, na gut, ich könnte es vorlesen, aber ich werde noch genug vorlesen müssen hier in dem ganzen LP und ja, ich werde das ganze LP besteht wahrscheinlich aus mehr Vorlesen als Kämpfen, aber okay. Wenn ihr es mögt, etwas vorgelesen zu bekommen, dann seid ihr genau richtig. Aber natürlich werdet ihr auch Action hier erleben und was weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Dialoge, die hier im Spiel, wie gesagt, ist gut. Die Dialoge, die im Spiel hier geführt werden, sind oft viel mit Lesen verbunden. Und viel weniger sprachliche Dialoge. Also sprachliche Dialoge bestehen in dem Spiel wahrscheinlich nur zu 10% und der Rest ist wahrscheinlich, ja, Dialoge, die man lesen muss. Und deswegen werde ich noch einiges vorlesen. Ja, was kann ich eigentlich so noch zu dem Spiel erzählen? Nun, zu dem Spiel kann ich eigentlich recht wenig erzählen, weil ich das Spiel halt nicht kenne. Aber mir hat am Anfang, als ich es angetestet habe, ich bin ehrlich nicht weit gelaufen, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall einige Dialoge geben wird, habe mich das Ganze so ein bisschen an Gothic erinnert. Auch so die, na zumindest die Welt ein bisschen, aber es ist natürlich nicht vergleichbar damit, weil die Grafik hier wesentlich sanfter und wesentlich bunter, ja, ich würde sagen, fröhlicher ist als in Gothic und mit Skyrim kann man das sowieso nicht vergleichen, aber ist ja auch egal, man muss ja nicht ständig alles vergleichen, weil ich meine, jedes Spiel hat für sich was, man kann es vergleichen mit anderen Spielen, aber ob man das wirklich sollte, ist jetzt erstmal dahingestellt, weil ich finde, jedes Spiel hat wirklich so seinen eigenen Charme, seinen eigenen Charakter, seine eigene Grafik. Deshalb finde ich es eigentlich nicht so toll, wenn man Spiele miteinander vergleicht. Es sei denn, die Spiele sind von der gleichen Marke und es ist nur der zweite Teil oder der dritte Teil. Dann kann man die Spiele schon miteinander vergleichen, aber man sollte jetzt nicht unbedingt Skyrim mit dem Spiel vergleichen oder Skyrim mit Gothic. Weil, nee, ich finde, jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter und deswegen sollte man das auch. Deswegen sollte man es auch auf sich beruhen lassen. Aber ich finde es schon ganz schön krass, wie viele Optionen man hier hat, wie viele
wie viele Sachen man hier auswählen kann, was man hier alles machen kann. Allein schon in dem Hauptmenü, das ist schon krass, weil... Ich meine, guckt euch das mal an. So, aber hier kommen wir schon zur zweiten Rasse. Der Bogenschütze ist in der Armee ein ausgebildeter Fernkämpfer. Er bekämpft Gegner mit gezielten, treffsicheren Schüssen aus der Entfernung. Mit seiner leichten Rüstung ist er schnell und gewandt. Während seiner Ausbildung wurde ihm Grundwissen im Bogenbau beigebracht. Klingt sehr geil, aber ich stehe nicht so auf die Leute. Der Soldat hat nicht die lange Ausbildung an der Kriegsakademie genossen, aber das raue Leben bei einem Herren Adventuris kennengelernt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er kämpft meisterlich mit dem Zweihandschwert und lehrt seine Gegner das Fürchten. Ethik ist ihm fremd, dafür weiß er sich gut in einer anderen Stadt zu orientieren. So, das wären die hier. Jetzt kommen die Magieklassen. Ja, Heilmagier, Scharlatan, Kampfmeister. Der Kampfmagier hat seine Ausbildung am Kampfseminar Andergast absolviert. Eine praktische, ordentliche, coole Akademie, die darauf spezialisiert ist, zauberkündige Kämpfer auszubilden. Er streckt seine Gegner mit einem Feuerstrahl nieder, kann sich aber mit einem Stab gut zur Wehr setzen. Der Heilmagier ist ein cooler Typ, der mir überhaupt nicht gefällt, weil er aussieht wie ein grüner Gartenzwerg, den ich nicht sehr gerne spielen möchte. Und deswegen werde ich diesen auch gar nicht erst weiter erwähnen. Und am Schneider wird ihn auch mal ganz gut tun. Der Scharlatan hat eine gescheiterte Ausbildung an der Magierakademie hinter sich und beherrscht nicht das volle Repertoire eines adventurischen Magiers. Er ist ein ausgezeichneter Blender, der seine Fingerfertigkeit bei Frauen gerne mal zu Beweis stellt. Sein Charme lässt sowohl Männer als auch Frauen dahinschmelzen und er kann sich mit seinem dicken Prängel wehren. Aber natürlich ist die weibliche Variante viel cooler. Allerdings nur die Scharlatanerin. Und jetzt zu den diebischen und mysteriösen Einheiten hier. Der Streuner ist lange Nächte unter der Brücke gewohnt und dort ist er seiner wahren Überlebenskunst mächtig. In der Wildnis kann er jedoch nicht überleben, da er dort nicht sehr gut betteln kann. Es sei denn, er bettelt irgendwelche Bambi-Mütter an. Zudem kann er super gut mit Menschen umgehen und ist einfach nur klasse mit seinem dicken Degen. Zudem hat der Streuner übelsten Mundgeruch. Der Einbrecher. Keine Bank ist gesichert vor ihm. Er ist so krass mit seinem scharfen Verständnis der Schlösser und Fallen, dass er nahezu jede Bank ausräumen kann und immer einen Schritt vor der Polizei ist. Einfach klasse, der Typi. Aber nicht mein Geschmack, wenn ihr mich fragt, Leute. Ja, ich frage mich gerade, wo der Unterschied zwischen Dieb und dem Einbrecher ist. Egal. Der Taschendieb ist stolz darauf, seine ausgeprägten taschendiebischen Fähigkeiten einzusetzen und seine taschendiebischen Fähigkeiten auch zu nutzen. Um nicht nach Guantanamo zu gelangen, kennt er sich in jeder Stadt bestens aus und kann auch Fallen legen, um seine super krassen Gegner abzuschütteln. Jedoch ist er zu dumm, in Häuser einzubrechen, wie auch immer. Immer diese ganzen Kriminellen, oh Mann. Dann mal auf zu den nächsten Klassen hier. Oh, jetzt kommen wir zu den Orientalischen. Der Elementalist hat seine Ausbildung an der Pantogrammischen Akademie absolviert. Dort hat er gelernt, sich mit Elementar unter was weiß ich nicht auseinander. Ich kann nicht gut Deutsch, tut mir leid. Was ist das? Der Mentar. Metermagier beschäftigt sich mit der Manipulation von Zauber. Ja, auf jeden Fall hammerkrasser Typi auch. Ich sage euch, wirklich guter Typi. Egal was, er macht alles korrekt und ist immer krass mit seiner Magie, vor Magie immer krass drauf. Auf jeden Fall wirklich guter Typi. So, der Alchemist. Egal ob Crack, Crystal Meth oder Heroin, er kann einfach alles zubereiten. Sein bester Kunde ist der Streuner. Und er
hat oft viele Geschäfte mit ihm abzuwickeln, sofern er Geld hat. Der Pirat, oh Mann, Piratin, oh Mann. Der Pirat, er hat entschieden, sein Schiff zu verlassen. Er kam ja von Jamaika aus auf das Land und jetzt ist er den ganzen Tag vollgekifft. Er weiß nicht, was er machen soll. Aber er hat schon mal von einem Alchemisten gehört, bei dem er sich wahrscheinlich Drogen holen wird. Die Amazonin gehört zu den Frauen, die ihr Leben der Göttin Ronda gewidmet haben. Und Disziplin und Gehorsamkeit als höchste Tugend verehren. Sie verlassen sich nicht auf schwere Rüstungen und legen Wert auf Beweglichkeit, sowohl auch im Bett als auch im Kampf. Die spiegelt sich auch in ihren nuttigen Harnisch wieder. So, und jetzt kommen wir zu den ganz besonderen Klassen, und zwar die Waldkämpferklassen. Der Waldläufer ist ein Überlebenskünstler. Magie ist ihm wie alle Elfen angeboren. Im Umgang mit Pfeil und Bogen ist er nahezu unschlagbar. Der Waldläufer meidet menschliche Siedlungen und ihre Bewohner. Der Zauberweber ist ein Lehrmeister der elfischen Magie. Wie kein anderer versteht er sich darauf, wilde Tiere mit seiner Magie zu beruhigen und aus den Tiefen der Wälder herbeizurufen. Wie alle Elfen fühlen sich die Weber-Zauberer in menschlicher Gesellschaft fremd. Oh Mann, die Armen. Aber hammergeil sind die. Ich denke, den werde ich auch nehmen. Auf jeden Fall jetzt zum nächsten. Der elfische Krieger versteht sich in erster Linie auf den Nahkampf. Der Umgang mit Bogen ist ihm bekannt, jedoch spielt es eine untergeordnete Rolle. Die Elfen nennen ihn Terra, wie die tödliche Waffe in seinen Händen. Unter Menschen fühlt er sich nicht wohl, wie alle Elfen. Boah, so viel zum Lesen ist schrecklich, ey. Egal. So, jetzt kommen wir zu den Zwergen. Söldner, oh Mann! Zwergische Söldner zeichnet sich durch seine Liebe zum Kampf und zu seinem gut eingetragenen Kettenhemd aus. Die bevorzugten Waffen dieses ruppigen Zeitgenossen sind einfachste Hiebwaffen, zusammen mit einem Schild. Er ist ein hervorragend ausgezeichneter, furchtloser und furchterregender Kämpfer. Ja, auf jeden Fall eine ziemlich geile Rasse, wie ich finde. Also die Zwerge haben schon echt was, aber ich möchte eigentlich keine Zwerge spielen, weil ich weiß eigentlich schon genau, welchen ich spielen werde. Egal. Der Soupeur gehört zu den vielseitigsten Söldnern überhaupt. Er ist mit dem Umgang von Hiebwaffen aller Art vertraut und versteht sich darauf, allerlei nützliche Gegenstände zu schmieden. Charakteristisch für ihn sind die langen Schürzen und darunter ein Kettenhemd, das wie eine zweite Haut getragen wird. Wow! So, und erstmal mein Mikrofon jetzt hier richtig rangeholt. Und der Typ hat übrigens eine Kerze auf dem Kopf. Wem es noch nicht aufgefallen ist, den sollte es jetzt aufgefallen sein. Ja, ich finde die Zwergenklassen übrigens klasse. Die Zwergenklasse sind klasse. Natürlich, wie auch immer. Prospektor. Der Prospektor ist ein ausgebildeter Kämpfer mit einem Gespür für die Jagd. Und seltsamen Pflanzen. Oder seltenen? Naja, egal. Er ist in der Wildnis zu Hause und hat gelernt, sich bei Gefahr mit der Armbrust zu wehren. Er fürchtet weder Tod noch böse Geister und erscheint den Menschen oft wunderlich. Puh, ja Leute, jetzt habe ich alle Charaktere hier vorgelesen. Und jetzt kann ich ja im Prinzip schon meinen Charakter, den ich vorhin schon erwähnt habe, welchen ich spielen will, könnte ich mir natürlich jetzt schon reinziehen. Aber ich wollte erst nochmal ein wenig durchgucken und gucken, wie die weiblichen Wesen hier so aussehen. Okay. Die Scharlatanin, ach, die ist aber ganz süß. Oh, ne, die ist wirklich ganz süß, ja. Naja, die anderen, die lassen echt zu wünschen übrig. Aber, nee, okay. Nein, nein, nein. Nein, nö, 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 nö. Den nehmen wir auch nicht. Der Scharlatan ist schon irgendwie echt cool, der gefällt mir, aber ich weiß nicht so ganz. Der Scharlatan hat irgendwas, Naja, wie auch immer. Der Dieb, den will ich auch nicht, den Streuner auch nicht. Nein, nein. Die Alchemisten, den Drogenkoch hier auch nicht. Die Drogenköchin auch nicht. Oh Mann. Nee, nee. Wie sieht die Piratin denn aus? Nein, Leute, ich weiß, was ich haben will. Ich will nämlich die Weber,
die Zauberweberin. Nee, Zauberweber, was laber ich da? Weil die sind schon echt cool mit ihren tierischen Fähigkeiten, die Tiere aus der Wildnis zu rufen. Oh Mann, das erinnert mich ein bisschen so an World of Warcraft, wie ich damals meinen Hunter gespielt habe. Die hat ja so ähnliche Fähigkeiten. Ich guck mir das nochmal eben hier durch. Vielleicht werde ich ja irgendwie schlauer raus, denke ich mal aber nicht. Na gut, aber ich will jetzt auch nicht so weit, so viel hier noch zu erzählen und noch viel länger hier an der Charaktererstellung. Tja, wie soll ich sagen, Charaktererstellung aufhalten. Und starte gleich mal das Spiel und tja, hier sind wir schon. Abenteuer, willkommen in der Welt Adventures. Adventures, auf deiner Reise wirst du vielen Personen begegnen, die dich um mehr oder weniger große Gefahren bitten. Das Heldenleben bringt es mit sich, dass sich nach und nach ein Haufen Informationen ansammeln, um dabei den Überblick zu behalten. Hast du ein Questbuch? Bla bla bla. Okay, Leute, das brauchen wir uns nicht alles durchlesen. Gut, dann öffnen wir mal das Questbuch und gucken uns die erste Quest an. Die Einladung eines alten Freundes. Mein alter Freund und Mentor Ardo hat mich in einem Brief gebeten, ihn so bald wie möglich in Ferrocloco irgendwas aufzusuchen. Oh ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen, Mann. Und Leute, guckt euch mal, diese schöne Grafik an. Ich meine, da blüht mein Herz schon irgendwie auf, weil, okay, das Ganze ist jetzt nicht so wunderschön krass HD. Haltet ein! Oh Mann, okay. Ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Dialoge, ja, ja. Was Dialoge sind, weiß ich auch, Mann. Bla, 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 bla. Müssen wir alles nicht wissen. Gibt es denn ein Problem? Ich bin weit gereist und möchte vor Sonnenuntergang in Ferrok ankommen. Oder so. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Und ob es eins gibt. Und das, obwohl schlimmste Mordbuben diese Gegend unsicher machen. Ich halte es nicht mal aus. Du brauchst auf jeden Fall Passierschein, Alter. Ah, hast du verstanden, ne? Ich hoffe, das nimmst du dir auch zuerst, Mann. Sonst kommst du nicht in die Stadt, du Arsch. Hoffe, das checkst du mal ein bisschen, ja? Ja, das mag alles sein. Aber ich muss wirklich dringend nach Ferrok oder Ferrok. Würde diese Einladung vom Markgrafen vom Eberstamm ausreichen, um einen Passierschein zu erlangen? Ein angesehener Name. Aber ohne zwei direkte Fürsprecher habt ihr beim alten Nador wenig Aussicht auf Erfolg. Er ist der Zöllner, der den Wegposten zu bewachen hat. Es unterliegt allein seiner Verantwortung, wer eine Weiterreise nach Frankrock oder genehmigt bekommt oder wie auch immer das scheiß Dorf heißt, Mann. Oh Mann, Dialog. Okay. Dann werde ich wohl sogleich zu eurem Fürsprecher gehen, du Typi. Und du machst übrigens einen scheiß Job hier, aber das habe ich dir jetzt nochmal so nebenbei gesagt. Auf jeden Fall nochmal danke für die Auskampffeldwebel. Vielen Dank, Mann. Ich werde dich in Ehren und Erinnerungen behalten. Wie auch immer. Was uns hier wohl noch alles für kranke Typis erwarten, die ihre manische Depression nicht mehr unter Kontrolle haben. Wer weiß das schon. Finde zwei Fürsprecher. Ach ja, Leute, übrigens, ich werde nicht hier jeden Questeintrag vorlesen, weil das wäre einfach viel, viel zu viel Arbeit. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich meine, wir kriegen es ja eh gesagt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Von daher brauchen wir eigentlich nicht ins Questbuch zu gucken. Es sei denn, ich muss jetzt unbedingt wissen, was nochmal los war oder was ich da für eine Quest genau hatte. Egal, wir legen einfach mal direkt weiter los. Und pausieren wollte ich nicht. Pflanzenkunde. Ja, Pflanzenkunde wäre sehr wertvolle Pflanzendinger und all so ein Scheiß. Okay, brauchen wir gar nicht wissen. Egal, weiter. Was ist das denn hier? Ein Marktplatz, ein Zeltlager. Okay, man kann anscheinend nicht in die Häuser rein. Das sieht aus wie ein Dorfplatz oder sowas. Ich weiß es nicht. Wie ein kleiner Markt hier. Keine Ahnung. Einfach mal drauf gehen und mal gucken, was das hier so ist. Da hinten wird irgendein Dialog geführt, aber den... Das war ja mich wieder eine prima Idee. Oh Mann, Leute. Hier gibt's echt so viel zum Lesen. Hier wär's ja verrückt, Es tut mir schrecklich leid, dass ihr bestohlen wurdet, aber mir sind die Hände gebunden.
Aber es ist ein altes Erbstück. Und ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ich würde ja gern, aber ich habe strikte Befehle. Unverschämtheit. Immerhin steht hier keine dahergelaufene Schankmagd vor euch, sondern meine Schwester Salina, die Gauklerkönigin. Spielt euch hier nicht so auf, kleiner Mann. Ich gehe und erstatte Feldwebel Erland Bericht. Aber nur der Dame zuliebe. Ja, das würde ich allerdings auch tun, wenn ich du wäre, du Typi. Oh Mann. Oh Mann, Leute, die Gauklerkönigin. Gauklerkönigin. Also, wenn ihr wisst, was ich meine mit Gauklerkönigin. Oh Mann. Herr, oh Herr. Das ist ja ganz schön übel hier, das sage ich euch mal. Was geht denn hier bei euch? Okay, hier geht gar nichts an. Wollen wir mal mit der Gauklerkönigin sprechen? Oder was geht hier ab? Okay, egal. Erstmal mit der Gauklerkönigin einen Dialog geführt. Ja, bitte? Ich bin Shannarin. Ich bin Freund und auf der Durchreise nach Frenkrock oder wie das heißt. Ich habe zufällig euer Gespräch mitverfolgt und dein Ausschnitt ist ziemlich... Alles Natur, sag ich dir. Ach, dann wisst ihr ja, dass ich bestohlen wurde. Ein wertvolles Diadem. Oh Mann, sind die... Das ist höchst bedauerlich. Habt ihr Verdacht, wer es sein könnte? Nun, es war wohl... Sag es doch einfach, Schwesterrat. Daron, es war dein Geliebter, Daron! Darok, du alte Wetterkrähe, halt dich doch gefälligst aus meinen Angelegenheiten heraus. Wenn du nur immer schön auf mich hören würdest, dann hättest du weniger Probleme in deinem Leben. Guck, was aus dich geworden ist, du bist ein Flittchen geworden. Hört endlich auf damit, das ist... Ja, nicht zum Aushalten, wenn ihr schon dazwischen plappern müsst. Dann verratet mir lieber, wie ich nach Frenkrock oder Frankrock komme. Mann, ihr benimmt euch ja wie kleine Kleinkinder. Ihr seid ja richtige Typis, Mann. Ignoriert dieses lästige Vetterchen einfach. Auch wenn mein Geliebter Daron in den Diebstahl verwickelt ist, glaube ich nicht, dass es seine Idee war. Bitte, findet meinen Geliebten für mich. Als Gegenleistung werde ich euch nicht meine Dienste anbieten, sondern euch den Weg nach Frankfurt zeigen. Ich verstehe nicht ganz, wie soll eine Gauklerkönigin zum Teufel mir dabei helfen können, verdammt? Keine einfache Gauklerin, eine Gauklerkönigin. Wie auch immer. Eine Gauklerkönigin ohne Krone. Klappe, du Arschloch! Nun gut, Selina. Ich werde euch helfen. Habt ihr irgendeine Vermutung, wo sich Dragon aufhalten soll? Boah, Leute, das geht so in die Stimme, Mann. Egal. Ich will ja möglichst gut wirken und gut sein auch. Ja, Mann. Egal. Okay, wir nehmen den ersten Dialog hier. Sucht nach Runkel Börsenhauer. Das ist ein alter Freund von Dragon. Ich halte zwar nicht viel von ihm, aber vielleicht kann er euch mehr erzählen. Mich würde es nicht wundern, wenn er diese Diebereien ausgeübt hat. Also gut, ich werde den Burschen schon finden, Mann. Auf bald, Selina. So Leute, reicht für den ersten Part. Haut rein und ciao.